Lässt sich mit dem eMotion Dual Drive Slalom fahren oder sollte man das lieber sein lassen? Das gibt's in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Dieses Video wird unterstützt von Alba, euer Partner zu Antriebstechniken für Aktivrollstühle. Ob mit dem Antriebsrad Smooth, dem Zuggerät ePilot, dem Greifreifenantrieb eMotion oder dem eFix. Mit den Alba-Hilfsmitteln seid ihr einfach mobil. Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In meinem letzten Video zu dem eMotion Duo Drive, welches ich hier oben rechts verlinken werde, habe ich ja bereits gesagt, dass Alba in den Einstellungen eine neue Funktion hinzugefügt hat. Und zwar könnt ihr jetzt auch noch die Lenkdynamik einstellen. Die Lenkdynamik sorgt für einen besseren Geradeauslauf bei höheren Geschwindigkeiten, indem die Impulse, die der Greifreifen auffängt, etwas reduziert werden. Somit könnt ihr dann in einer Einstellung von niedrig, mittel oder hoch der Sensibilität noch bestimmen, inwiefern der Geradeauslauf vielleicht beeinträchtigt wird. Wenn ihr das Lenkdynamikprofil auf niedrig stellt, kommen weniger Impulse beim Cruise Mode an und ihr müsst stärker in die Greifreifen greifen, um in die Lenkung zu kommen. Wenn ihr es auf hoch stellt, braucht ihr nur gegentippen und der Rollstuhl dreht. Dementsprechend dachte ich mir, ich baue mir mal einen Flaschenparcours von 2 Metern auf und werde mal ein bisschen Slalom fahren. Leider ist die Moderation vor Ort sehr dunkel geworden, weshalb ich euch jetzt hier begrüße und das Ergebnis präsentiere. Mit niedriger Geschwindigkeit und niedriger Lenkdynamik habe ich mich meinen Flaschenkurs gewidmet. Und wie ihr sehen könnt, schaffe ich es, den Rollstuhl gut um die Flaschen zu lenken. Dieses war bereits mit dem M25 im Cruise Mode möglich, wenn ihr eine niedrige Geschwindigkeit habt, wenn auch nicht ganz so sauber wie hier mit dem Duo Drive, habe ich es dennoch mit dem M25 hinbekommen. Mit hoher Geschwindigkeit merkt man dann auf jeden Fall schon, dass das mit der Lenkdynamik auf niedrig nicht ganz so schicke ist, aber dennoch lässt sich der Parcours meistern, auch wenn ich so riesen Schlenker mache, wie ihr jetzt gerade seht, läuft das dann doch, ohne am Ende irgendeine Flasche umzuschmeißen. Macht eine Menge Spaß, sage ich euch. Somit habe ich natürlich die Lenkdynamik auf Mittel eingestellt und habe gleich wieder bei 6 km/h angefangen. Und wie ihr seht, die Bewegungen der Lenkung sind natürlich schon viel flüssiger. Ich habe nicht wirklich Mühe, den Rollstuhl um die Flaschen herum zu bewegen. Die Sensibilität an den Greifreifen ist wirklich wahnsinnig. Wow, das macht ja schon fast ein bisschen Spaß, ey. Nein, Spaß beiseite, das macht wirklich Spaß. Wow! Nachdem schon die mittlere Lenkdynamik funktioniert hat, musste ich natürlich die hohe ausprobieren. Und zack, wie ihr sehen konntet, funktioniert die sehr gut, denn mit meiner vorherigen Lenkbewegung habe ich doch glatt zu sehr gelenkt, sodass ich die Flasche umgeschmissen habe. Man merkt förmlich, wie stark die Lenkung dann ist, wenn man auf hoch einstellt, weshalb ich euch den Tipp gebe, probiert rum, welche Höhe ihr braucht der Lenkdynamik. Ich selber habe es auf Medium gelassen, weil dieses für mich das Optimalste ist und natürlich dann auch etwas mehr geradeaus Stabilität verspricht. Somit bin ich vollstens zufrieden und kann Slalom fahren. Wer weiß, vielleicht wird das sogar noch mal eine paralympische Disziplin.
Wie ihr sehen konntet, ist der Emotion Duo Drive slalomfähig und das macht mir auch eine Menge Spaß, einfach mal so Pirouetten zu drehen, wie ihr in einem Reel schon sehen konntet. Sowas will ich auch haben! Ist nichts für dich! Bei großen Geschwindigkeiten ist es unabdingbar, dass ein Rollstuhlfahrer definitiv den Rollstuhl gut lenken kann und mit dem Emotion Duo Drive hat Alba gute Arbeit geleistet. Denn ihr könnt jetzt beim Cruise Mode in hohen Geschwindigkeiten die Lenkung präzise einsetzen und das mit wenig Kraftaufwand. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich den Duo Drive testen durfte, dass ich dieses Erlebnis machen konnte. Denn jetzt weiß ich, dass ich als nächstes Hilfsmittel auf jeden Fall den Duo Drive haben möchte, denn das war eine Erleichterung für mich im Alltag. Während ich beim M25 den Cruise Mode nicht so häufig nutze, sondern eigentlich eher nur bergab und bergauf, habe ich den beim Duo Drive dauernd benutzt. Er ist leicht anzumachen, er ist leicht auszumachen, die Geschwindigkeit bleibt bestehen und die Lenkung funktioniert megamäßig, ohne dass man sich Gedanken machen muss, so, okay, kriege ich überhaupt die Kurve? Ich bin waghalsiger geworden, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber stimmt, denn meine Kurven wurden immer flotter und immer besser und ja, ich finde es gut gelungen. So, das war es jetzt von mir mit dem kurzen Video zum Slalom. Ihr habt gesehen, dass der Emotion Duo Drive slalomfähig ist, dass die Lenkung super funktioniert und Alba da einen Top-Job gemacht hat. Was sind eure Erfahrungen dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit auch die anderen in der Community davon profitieren. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Aktiviert die Glocke und wir sehen uns in einem neuen Video. Cheerio.